Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Testserver zur dunklen Bruderschaft von The Elder Scrolls Online. Wie ihr unschwer erkennen könnt, stehe ich in der Freistadt der namensgebenden dunklen Bruderschaft und nachdem ich meine Dolche wieder durch die Gegend gewirbelt habe, können wir uns mal einem der wiederholbaren Aktivitäten widmen, und zwar einem schwarzen Sakrament, das Spieler der Elder Scrolls Reihe bestimmt auch schon kennen dürften. Dabei geht es hier in Teso vor allen Dingen darum, dass man erst einmal mit dem Sprecher spricht, einen Auftrag von ihm bekommt und dann in einem instanzierten Gebiet ein Ziel ausschaltet und darüber hinaus auch noch ein paar Bonusaufgaben erfüllen kann, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Aber fangen wir einfach mal damit an. Es gibt übrigens noch keine Vertonung in der deutschen Sprache hier auf dem Testserver, daher nicht irritieren lassen. Ihr könnt es dann durchlesen, wenn ihr möchtet. So, Bonusaufgaben. Diese Aufgaben, die schwarzen Sakramente, teleportieren dann immer in einen instanzierten Bereich, hatte ich ja schon gesagt. Ich habe noch nicht allzu viele davon gemacht, das hier ist glaube ich die dritte oder vierte, und bisher haben alle an einem ganz bestimmten Ort stattgefunden, jetzt klingt das aber danach, als würden wir mal an einen anderen Ort gehen. Daher lasse ich mich auch mal überraschen, was das dann wird. Ja, hier in der Kanalisation war ich noch nie für diese Aufgaben, daher lasse ich mich mal überraschen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also, wir haben oben rechts die Quest, einmal das Hauptziel, Lam Saka umbringen. Macht natürlich Sinn für einen schwarzen Sakramentaufgabe. Und weitere Sachen, man kann mit Gift töten, man soll zusätzlich Herminos Andus töten und man soll die ganzen Leute nicht in Alarmbereitschaft versetzen, wobei man 5-mal Alarm hat, bis er ausgelöst wird. Das heißt, 5-mal darf man gesehen werden, beim 5-mal hat man ein Problem. Und man muss vor dem Eintreffen des Aufsehers verschwinden, der kommt dann immer. Wenn man die Quest oder die Person umgebracht hat, dann zählt ein Timer runter. Wie man mit Gift tötet, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig. Ich hatte die Aufgabe bisher erst einmal und habe sie dann nicht erfüllt. Und naja, daher werden wir die wahrscheinlich nicht machen, aber zumindest die anderen können wir ja mal schauen. Bisher habe ich feststellen müssen, dass diese Aufgaben immer relativ schwer sind, gerade das Nicht-Entdeckt-Werden. Das Umbringen der Person dagegen nicht, man kann sich auch durchkämpfen, aber die ganzen Bonussachen werden dadurch eben nicht erfüllt. Und wie ihr hier schon seht, für die eine Bonusaufgabe hat man quasi den Komplettbereich einmal frei. Aber wir werden uns erstmal auf den Weg machen, um Lam Saka zu töten. Und dann kann man immer noch weiterschauen, wie das Ganze läuft. Allerdings muss man auch sagen, man hat nicht gerade wirklich viel Zeit, wenn der Aufseher dann kommt, wenn man die Hauptperson getötet hat. Das heißt, man muss schon relativ gut sich immer versteckt halten und darauf aufpassen, nicht erwischt zu werden. In einem anderen Gebiet war es deutlich offener. Da war es ziemlich schwierig, an einigen Stellen nicht gesehen zu werden. Ich habe es auch nie geschafft. Und hier ist das ein wenig verschlungener, alles ein wenig enger. Ah, ihr seht schon, hier stehen auch Gegner rum. In dem Fall ein Bandari-Krämer. Und die obligatorischen Fässer und die Wachen mit ihren Lichtkreisen, von denen man sich nicht erwischen lassen sollte. Wachen übrigens sind wie bei der Diebesguild auch, die entdecken einen sofort und greifen einen an. Alle anderen NPCs entdecken einen zwar und man kriegt einen Alarm dafür, aber ansonsten greifen sie erstmal nicht an. Ich habe beim letzten Mal immer versucht, das Ganze auf die Stealth-Tür zu machen. Daher bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Weg ist, denn schließlich sind wir nicht in der Diebesgilde, sondern wir sind ja in der dunklen Bruderschaft und die haben ja auch das ein oder andere Mordinstrument zur Verfügung. Dass der da oben steht, ist ungünstig. Ich glaube, wenn ich rausgehe, sieht er mich. Wobei ich wahrscheinlich eh nach hinten wieder aussteige, also wird mich sowieso ein Wächter sehen. Ärgerlich. Und da hinten ist noch ein zweiter NPC hinzugekommen. Ihr seht schon, bei diesen Quests geht es vor allen Dingen darum, möglichst unauffällig zu sein, möglichst viel auf Stealth-Mechaniken einzugehen und eben sehr darauf zu achten, wo man gerade ist und wo sich andere befinden. Da können wir jetzt einmal gleich etwas testen, ob das einen Alarm auslöst. Ich werde nämlich die Leidensklinge verwenden. Und genau das hatte ich mir gedacht. Wenn man Personen umbringt, kriegt man dafür keinen zusätzlichen Alarm. Nur wenn sie einen sehen. Ich werde dann auch versuchen, diese Person umzubringen. Ich kann allerdings nicht garantieren, ob das funktioniert. Sie geht auch noch hier lang. Ärgerlich. Aber noch nicht entdeckt worden.
Also dann. Das sind übrigens die neuen Killcam-Animationen. Da gibt es auch so ein paar von. Jetzt habe ich ein Problem. Nicht? Naja, geh weg. Wachen kann man mit der Leidensklinge, glaube ich, nicht umbringen. Wegen des Lichtkreises werden die einen so oder so entdecken. Gehe ich zumindest fest von aus. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie getestet. Auch hier. Als allererstes am besten mal Verstecke ansteuern. Okay, rechts von mir ist eine Tür, da muss ich durch. Das könnte klappen. Allerdings hatte ich es auch schon, dass plötzlich hinter von mir aus einer Wand ein NPC gespawnt ist. Da, eindeutig verbuggt und der hat mich dann entdeckt und entsprechend die Wachen gerufen. Oh Gott, bitte nicht. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Hat er mich entdeckt? Was? Wieso bin ich denn nicht im Versteck? Eigentlich dachte ich, ich wäre im Versteck. Der ist doch reingehüpft. Naja, das war ein Alarm. Müssen wir aufpassen, beim Kampf nicht von den anderen gesehen zu werden. Was überraschend schwierig ist, weil, okay. Die Feuereffekte haben scheinbar niemanden beunruhigt hier. Und wir sind unserem Ziel näher gekommen. Ich werde im Video nachträglich dann mal sehen, warum ich nicht mehr im Fass war. Würde mich echt interessieren, denn, ich war doch drin. Oder habe ich irgendwas falsch gesehen? Nicht gut. Okay. Wenn da zwei sind, komme ich da nicht hin. Aber das ist auf jeden Fall unser Hauptziel. Markiert mit der schwarzen Hand eben dem Emblem der Diebesgilde. Dem Signet, Entschuldigung. Wenn dann bitte fachlich korrekt. Wenn ich jetzt rausgehe, wird die mich sehen. Sie guckt eventuell... noch eine. Ihr seht schon die Schwierigkeit an diesen Aufgaben, möglichst unentdeckt zu bleiben. Ich könnte auch einfach losrennen und alle in diesem Raum umbringen, wobei das 1, 2, 3, 4, 5, 6 wären. Dadurch hätte ich den Alarm ausgelöst. Aber ich kann jetzt schon sagen, alle Nebenmissionen werden wir nicht schaffen, denn wir haben die andere Zielperson, Herminus Andos, noch nicht gefunden. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sich den Schwierigkeitsgrad ein wenig selbst einzustellen, denn ihr seht schon, man wird hier relativ schnell entdeckt, gerade bei so vielen NPCs. Da ist es nicht so leicht. Das könnte klappen, wollte ich gerade sagen. Ärgerlich, dass sie sich gerade in dem Moment umgedreht hat. Da hätte ich besser drauf achten müssen, wie ihr Laufweg ist. Der Laufweg ist etwas, was man unbedingt beachten muss hier. Denn ansonsten seht ihr ja, ein Fehler und entdeckt. Das hätte allerdings nicht passieren dürfen. Es ist nicht immer eindeutig, was ist. Das hier ist ein sehr gutes Vorschauvideo, um zu zeigen, wie die Mechaniken hier funktionieren. Naja. Eine habe ich noch frei. Wobei es auch zählt, dass man dann in der Zeit wieder raus muss aus dem Dungeon. Es reicht nicht nur, wenn man die Person erledigt hat, man muss auch wieder raus. Und da zählen die Alarme auch mit hinzu. Aber jetzt sollte das eigentlich klappen, wenn die nicht so schnell ist. Ja, es ist leider nicht hundertprozentig zuverlässig mit der Leidensklinge. Ihr habt gesehen, die Animation ist gestartet, wurde dann aber wieder abgebrochen, weil die Person außer Reichweite gelaufen ist. Ärgerlich. Ernsthaft? Ich hatte gedacht, das klappt vielleicht. Nun gut. Wie gesagt, diese Missionen sind nicht gerade leicht. Man muss hier sehr viel auf Stealth gehen. Und das demonstriere ich doch gerade hervorragend, indem ich quasi in den Blick von jedem reinspringe. Hat am Anfang etwas besser funktioniert.
Das war jetzt einfach nur aus Rache. Mit dem Auftrag hatte das nichts zu tun. Also wie die Person da sitzt, kann man sie zum Beispiel auch nicht erreichen. Da muss man warten, bis sie sich einem den Rücken zukehrt. Ich habe nach der Wache schicken lassen. Ernsthaft? Aber man braucht ja nicht die Leidensklinge, um jemanden umzubringen. Es geht auch so. So. Jetzt seht ihr oben rechts einen Timer von 2 Minuten. Der ist, ja, gerade wenn man hier noch alle NPCs am Leben gelassen hätte, relativ knapp bemessen. Aber es lebt halt nicht mehr allzu viel. Daher dürfte zumindest der Teil der Bonusaufgabe machbar sein. Immerhin ein Teil. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, halbwegs vernünftig demonstriert, was das für Aufgaben sind, auch wenn ich nicht gerade erfolgreich war. Zugegebenermaßen an ein, zwei Stellen, muss ich sagen, war es einfach Pech und ein, zwei Sachen glaube ich auch immer noch nicht, dass es mein Fehler war. Gerade die letzte Person hätte sich nicht umdrehen dürfen. Eigentlich war ich in ihrem Rücken. Gut. Vielleicht war es die Animation, dass sie sich dann auch einfach da umdreht in dem Moment. Hatte ich vorher nicht so einen Blick gehabt, aber da sollte man wirklich gut drauf achten, wieso die Laufwege der einzelnen Personen sind. Und wenn man das dann erledigt hat, geht man hier an dem sehr stylischen dunklen Wächter, die können übrigens auch laufen, vorbei und sucht sich dann den Sprecher Tyrannos wieder und gibt entsprechend die Quest ab, um seine Belohnung zu bekommen oder um auch seine Bonusbelohnungen dann zu bekommen. Zumindest eine der Zusatzaufgaben hatten wir ja geschafft. Ja, hier, ein Teil der Herausforderung geschafft. Und bekommt dann eine unidentifizierte Ausrüstung von Sites Berührung. Die können wir auch, glaube ich, mal aufmachen. Denn ich habe ein bisschen Platz im Inventar. Und erhalte hier dann zum Beispiel Sites Schuhe. Ein Set-Gegenstand für Magika-Nutzer, der die Kosten beim Blocken reduziert. Also doch eher was für einen Sorcerer-Tank. Ja, damit bin ich auch am Ende für dieses Video, um euch einfach mal die schwarzen Sakramente zu zeigen und zu zeigen, was die Mechaniken darin sind. Etwas unerfolgreicher, als ich mir erhofft hatte, aber ich denke, man hat trotzdem ganz gut sehen können, was diese Quests ausmacht und dass sie eine sehr coole Ergänzung sind, vor allen Dingen, da man sie jeden Tag erneut machen kann. Eigentlich schade, ich hatte jetzt Lust, ganz noch einfach nochmal zu machen, aber das ist leider nicht möglich, denn die neue Quest gibt es erst wieder morgen. Man kann auch nicht in der Rate Leute in Tamriel umbringen, sonst wäre die Population irgendwann auf Null. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.